Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Trainingsprinzipien und zwar um den Bereich der Belastungsprinzipien. Erstmal kurz, was ist ein Trainingsprinzip überhaupt? Das kann als übergeordnete Anweisung zum Handeln im sportlichen Training bezeichnet werden. Und Trainingsprinzipien stellen eine allgemeine Orientierungsgrundlage dar und sind mehr eine Grundlage als eine konkrete Handlungsrichtlinie. Und die Basis oder ja, warum es diese Trainingsprinzipien überhaupt gibt, die besteht aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber auch natürlich aus praktischen Erfahrungen. Und dann fangen wir gleich an mit dem ersten Prinzip. Das erste Prinzip ist das Prinzip des trainingswirksamen Reizes. Hier besteht die Notwendigkeit, dass der Belastungsreiz eine bestimmte Schwelle überschreitet, damit auch ein Leistungszuwachs erzielt werden kann. Und ja, ich habe das hier jetzt mal mit den zwei Farben dargestellt. Grün, da überschreitet man eben eine Schwelle, dass ein Reiz auch einen Leistungszuwachs erzielt. Und auf der anderen Seite der rote Reiz, der erzielt es eben nicht. Das nächste Prinzip ist das Prinzip der individualisierten Belastung. Hier muss der Reiz den speziellen Bedürfnissen, Gegebenheiten der Person entsprechen oder angepasst werden, weil jede Person ist ja individuell. Wenn man jetzt gerade mal nochmal das vom ersten Prinzip her nimmt, dieses kleine Schaubild, dann wäre ja zum Beispiel der Reiz, wenn jetzt die Schwelle für die Person niedriger liegen würde, wäre der rote Reiz schon ausreichend, der grüne Reiz hingegen wäre dann schon zu viel. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Reiz für eine Person, die sehr gut trainiert ist, einfach zu wenig ist. Wenn jetzt ein Ausdauerläufer, der normalerweise 1,5 Stunden laufen geht, für 10 Minuten joggen geht, in dem Tempo, wo er auch 1,5 Stunden läuft, dann kann er halt da nicht viel Profit draus schlagen. Und eben, wir sind halt Menschen, da ist kein Copy und Paste möglich und ja, wir sind halt keine Maschinen. Als nächstes das Prinzip der ansteigenden Belastung. Hier kann man wieder zwei Trainingsabschnitte gegenüberstellen. Ich habe jetzt einfach mal 3 Wochen ausgewählt. Auf der einen Seite trainiert man in den 3 Wochen immer gleich viel. Also man trainiert in der ersten Woche dreimal, in der zweiten Woche dreimal, in der dritten Woche dreimal zum Beispiel, also ist die Reizhöhe, also wie viel man an Intensität auf seinen eigenen Körper auswirkt, ist gleich hoch jede Woche. Und das sorgt natürlich nur für eine Erhaltung der Leistung. Aber wenn man eine höhere Intensität von Woche zu Woche an den Tag legt, also sich steigert, dann kann man natürlich auch eine Leistungssteigerung erwarten. Das wäre dann auf der rechten Seite der Fall. Das nächste Prinzip ist das Prinzip der richtigen Belastungsfolge. Hier wird eine Trainingseinheit separat betrachtet und es ist halt da besonders von Bedeutung. Am Anfang sollte man in der Trainingseinheit eher Koordinationsschnelligkeits- und Maximalkraftübungen machen, danach eine kurze Pause, also wirklich eine kurze. Dann hat man eine vollständige Erholung, weil keine Belastung mehr da ist. Und danach sollte man dann erst Schnelligkeits-, Kraft-, Ausdauerübungen machen, weil da hat man eine unvollständige Pause. Und am Ende von der Trainingseinheit eher die Ausdauerübungen, weil da die geschehen ja meist ohne Pause. Man muss aber dazu sagen, dass dieses Prinzip sehr komplex ist. Und oft machen Sportler ja in einer Trainingseinheit zum Beispiel ja nur einmal einfach ein Maximalkrafttraining und dann kann man natürlich die richtige Belastungsfolge in jetzt einem separaten Training nicht beachten, weil man ja nur die Maximalkraftübungen macht. Also da muss man immer unterscheiden, was man will und ja, nicht ganz einfach, aber wenn ihr da mal Fitnesstrainer fragt, die können euch das sicher weiterhelfen. Als nächstes kommt das Prinzip der variierenden Belastung. Das kann man hernehmen, wenn man mit seinen Übungen oder mit seinem Training, das man schon jetzt über einen längeren Zeitraum durchführt, einfach keine Fortschritte mehr macht und auch oder im Krafttraining auch kein Muskelzuwachs mehr geschieht,
Ja, da kann man eben eine Variation einfach mal durchführen, wie es eben schon sagt, also die Belastung variieren und das geschieht durch einen Wechsel der Trainingsmethoden oder auch durch einen Wechsel der Trainingsinhalte. Wieder beim Krafttraining könnte man ja dann zum Beispiel anstatt Rudern Klimmzüge machen, also einfach mal die Muskelgruppe zwar trotzdem verwenden, aber anders ansprechen. Das ist jetzt schon sehr detailliert, aber ja, Trainingsinhalte wechseln oder auch ein Wechseln der Art der Belastungssteigerung durchführen. Das ist vor allem im Spitzensport, das ist jetzt eigentlich hier nicht so wichtig. Und bei Kindern heißt es einfach Verschiedenes machen, Varietas delectat, lateinisch. Und genau, das war das fünfte Prinzip. Dann das Prinzip der wechselnden Belastung. Das ist in sehr komplexen Sportarten anzuwenden, zum Beispiel im Zehnkampf. Da ist ja immer die Regenerationszeit je nach Belastung unterschiedlich. Also wenn man jetzt nur ein Techniktraining durchführt, dann ist vor allem das neuronale System betroffen. Wenn man aber ein Ausdauertraining durchführt, dann ist der Kohlenhydratstoffwechsel sehr gefordert. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, wie man die Belastung richtig steuern kann. Also wenn man zum Beispiel morgens Krafttraining macht, dann macht abends ein Krafttraining nicht nochmal Sinn. Vielleicht dann eher abends ein Techniktraining absolvieren. Und in dieser Zeit vom Techniktraining können sich ja die Muskeln trotzdem regenerieren. Ja, da sollte man noch das Heterochronismus der Wiederherstellung kennen. Das ist einfach dieses, ja, die Frage der richtigen Folgebelastung. Und alles in allem zusammengefasst heißt es einfach Belastung, dann Regeneration und dann eine andere Belastung. Ja, das siebte Prinzip ist das Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung. Das sagt natürlich jetzt schon viel aus, also allein das Prinzip, ich erkläre es kurz. Man sollte auf eher einen Trainingsreiz setzen, wenn die Homöostase erhöht ist. Und dann ist natürlich der Trainingsreiz sinnvoll, wenn man eine Leistungssteigerung erzielen kann. Setzt man aber einen Trainingsreiz in die Erholungsphase, wo die Homöostase schon niedriger liegt, dann ist der Trainingsreiz eher sinnbefreit und bringt halt leider wenig, weil der Körper sich ja noch erholt und mit dem neuen Trainingsreiz überfordert ist. Also einmal ist der Trainingsreiz gut, einmal schlecht. Man muss eben da die richtige, ja, Balance zwischen Belastung und Erholung herausfinden. Ist natürlich bei jedem Menschen unterschiedlich. Dann sind wir auch schon beim letzten Prinzip angekommen, das Prinzip der kontinuierlichen Belastung. Da können wir jetzt schnell zu der Grafik springen vom Prinzip der ansteigenden Belastung. Das war das dritte. Und ja, wie das Prinzip mit kontinuierlich schon sagt, ja, wenn man zum Beispiel verletzt ist oder ja krank und eine Woche mal nicht trainieren kann, dann tut es ja den Trainingsprozess unterbrechen und die Belastung ist nicht mehr kontinuierlich. Also man hat da so einen Cut drin. Und dann kommt es natürlich zu einem Abfall der Leistungsfähigkeit. Und dieser Abfall geschieht in etwa so schnell, wie man auch den Zuwachs, also die Leistung, ja, erworben hat. Und wenn man jetzt schon, was weiß ich, 15 Jahre Schwimmer ist oder eine, ja, Schwimmsportart macht, sag mal einfach mal Schwimmer, und man trainiert dann eine Woche nicht, dann ist das natürlich nicht so schlimm. Man hat da natürlich ein niedrigeres Leistungsniveau, wenn man davor voll im Saft gestanden ist, aber Techniken, die verlernt man natürlich nicht so schnell. Das dauert ewig, bis man Techniken nicht mehr kann. Ja, also ich habe das mal hier versucht, so ein bisschen darzustellen. Wichtig einfach ist, so schnell man die Leistungsfähigkeit erwirbt, so schnell verliert man sie auch wieder. Also wenn man langfristig was erworben hat, dann geht es auch sehr langsam zurück. Ja, und zum Schluss habe ich jetzt noch eine kleine Eselsbrücke, die mir schon geholfen hat.
Ich habe, also es geht ja immer los mit dem Prinzip der und dann hat ja das erste Wort immer einen Anfangsbuchstaben und also zum Beispiel Prinzip der optimalen Relation von Belastung und Erholung. Da habe ich mal das O von optimal einfach genommen und hier in diese 8 Buchstaben reingepackt und dann habe ich mir halt so den Merkspruch gemacht, Tier plus VW ist okay und anstatt bei dem Tier das E brauchen wir halt das A. Und ja, so habe ich mir ganz gut merken können. Vielleicht hilft es euch was. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch helfen. Und bis dahin, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und tschö!